In diesem Video werde ich wieder das böse Wort sagen. Bill Gates. Und nein, ich bin noch immer kein Verschwörungstheoretiker. Und so wie immer in meiner Arbeit geht es auch diesmal nicht um Verschwörungstheorien, sondern um das Thema Lobbyismus. Lobbyismus ist eine Tatsache, Lobbyismus ist real und Lobbyismus kann sehr mächtig sein. Und darum geht's in dieser Analyse anlässlich des jüngst erschienenen Gastbeitrags von Bill Gates in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kurz FAZ. Am Beginn des April 2020 bin ich in diesem Wald gestanden, hier, und habe gesagt, ich bin Biologe und Sach- und Fachbuchautor und schon seit Jahren ist mein Schwerpunkt die medizinische Ökologie. In diesem Video geht es um eine globale Gesundheitsbedrohung, die uns bevorsteht. Und damit meine ich in diesem Fall nicht Covid-19. Auch möchte ich dazu sagen, dass ich kein Impfgegner bin und auch kein Verschwörungstheoretiker. Und das gilt natürlich auch heute noch. Ich bin nach diesem Video massiv angefeindet worden. Eigentlich hat diese Anfeindung bis heute kein Ende mehr genommen. In einen Topf geworfen worden mit den verrücktesten Verschwörungstheorien, nur weil ich Lobbyismus angesprochen habe und gesagt habe, dass auch Bill Gates ein Lobbyist ist. Dass es eigentlich noch dramatischer ist, als ich damals vorausgesagt habe, dass die Einflussnahme auf die Politik, auf die globale Politik noch größer ist und dass Bill Gates da eine wesentliche Rolle gespielt hat, vielleicht noch wesentlicher, als ich gedacht hatte, das zeigt sich jetzt rückblickend und das kann man auch anhand der Äußerungen, die er als Person, als Sprecher eines Netzwerks in der Zwischenzeit getätigt hat, sehr gut nachvollziehen. Fangen wir einfach an mit dem Gastbeitrag in der FAZ, den Bill Gates geschrieben hat. Er nennt drei Bedingungen, um die ausgerufene Pandemie zu stoppen. Und diese Bedingungen, die decken sich eben von Anfang an, ist es in seiner Arbeit so präsent und kann man nachweisen, mit den Interessen der pharmazeutischen Lobbys. Das ist ganz eindeutig und das wird in diesem Video auch klar hervorkommen. Er hat geschrieben, gibt es eine Impfung gegen das Virus, können die Regierungen die Maßnahmen zur räumlichen Distanzierung aufheben. Wir werden keine Masken mehr zu tragen brauchen, die Weltwirtschaft wird wieder volle Fahrt aufnehmen. Also er nimmt hier schon sehr geschickt auf das Schreckgespenst der Masken Bezug und wir alle wollen ja die Masken wieder loswerden. Also auch das ist schon mal, dass es diese Masken gibt, diesen eigentlich nicht evidenzbasierten Maskenzwang oder den Zwang zum Tragen von Mundschutz. Das ist ja schon einmal eine super Basis, um die Bevölkerung auch offen zu machen, zu öffnen für die Lösung, die dann natürlich ein schneller Impfstoff sein wird. Das ist eine wunderbare Basis, weil dieser Maskenzwang, der quält einige, genauso wie die restriktiven Regelungen, die wir vielleicht auch diesen Winter wieder verschärft zu erwarten haben. In diesem Zusammenhang über die Maskenpflicht möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen, außer dass es keine Evidenzen über die Wirksamkeit gibt, vor allem nicht als Zwang für alle. Natürlich gibt es Evidenzen über die Wirksamkeit von Masken im klinischen Alltag, in OPs, in der Krankenpflege. Und es ist auch sinnvoll, als kranker Mensch eine Maske zu tragen. Aber diesen Maskenzwang für alle, den kann man nicht auf Evidenzen stützen. Und dazu empfehle ich auch einen ganz aktuellen Top-Beitrag einer Top-Expertin, unten verlinkt, den Sie sich ansehen, also durchlesen und auch anhören können. Was sind nun die drei Bedingungen, die Bill Gates fordert? Eigentlich nicht überraschend, denn es sind dieselben Bedingungen, die er schon Anfang April in einem BBC-Interview und in einem Interview mit den Tagesthemen gefordert hat. Und dieses Interview, diese Interviews, die ja europaweit stattgefunden haben, er hat ja Sendezeit bekommen bis zum geht nicht mehr und konnte seine Sicht der Welt, seine Sicht auf die Pandemie als Nicht-Experte darlegen, als Kopf, als Sprecher eines Interessensnetzwerks. Das ist ja sehr erstaunlich und deswegen habe ich das damalige ursprüngliche Video gemacht, das ich jetzt mit diesem ergänzen möchte. Aber wie gesagt, schon damals war das gleiche Narrativ enthalten, waren die gleichen Forderungen in seinen Äußerungen enthalten wie jetzt. Die drei Bedingungen, die Bill Gates in seinem Gastbeitrag in der FAZ zur Beendigung der Pandemie fordert, sind folgende: Kapazitäten, um die Impfstoffe zu produzieren, Mittel, um die Impfstoffe zu bezahlen, Systeme, die Impfstoffe zu verbreiten. Also im Prinzip schlägt er wieder in die altbekannte Kerbe, dass eben öffentliche Gelder, Staaten, die Produktion der Impfstoffe schon vorfinanzieren sollen,
und dass sie die Infrastruktur bezahlen sollen, eigentlich die pharmazeutische Infrastruktur, um die Welt milliardenfach mit Impfstoffdosen zu versorgen. Da fällt natürlich sofort auf, dass es sehr im Wohlgefallen der pharmazeutischen Industrie liegen müsste, wenn so etwas passieren sollte. Und es geht ja auch in diese Richtung. Aber im Grunde muss man sagen, der Artikel ist ja an sich unauffällig, wenn man nicht mitbedenkt, dass es hier um Impfstoffe geht, die noch nicht zugelassen sind und bei denen schwerwiegende Sicherheitsbedenken vorliegen. Das ist das Interessante. Er lässt also vollkommen außer Acht, dass es hier widersprechende Expertenmeinungen gibt, dass renommierte Wissenschaftler bereits auf die Gefahren dieser verkürzten und schnellen Impfstoffzulassungsverfahren hingewiesen haben. Und er tut so, als gäbe es diese Risiken nicht, als gäbe es diesen Diskurs nicht. Ja, es gibt ihn ja tatsächlich nicht in der Öffentlichkeit, denn medial wurde er ja unterdrückt und auch politisch weitgehend. Er wäre aber notwendig. Das heißt, er arbeitet mit der Unterdrückung, mit der weiteren Unterdrückung dieses Diskurses und tut so, als hätten wir schon einen Impfstoff oder als wäre es schon sicher, dass es einen Impfstoff gibt. Vielleicht ist es ja auch schon ausgemacht, wer weiß. Es geht in diesem Video ja um Lobbyismus. Und er wischt, indem er diese Risiken, die Wissenschaftler vorgebracht haben, einfach nicht erwähnt, wischt er jeden Einspruch vom Tisch und plant schon eine Zukunft der milliardenfachen Verbreitung des Impfstoffs auf Kosten der öffentlichen Hand und Bau von Infrastruktur, pharmazeutischer Infrastruktur auf Kosten der öffentlichen Hand. Und das ist das eigentlich Erstaunliche an diesem Artikel. Das ist schon der nächste Schritt des Lobbyismus, der unterdrückte Diskurs über die Risiken, der gar nicht stattgefunden hat, der wird beiseite gelassen und man erhebt sich darüber, steigt sozusagen einfach drüber hinweg und tut so, als gäbe es keine Risiken und plant schon die nächsten Benefite für die pharmazeutische Industrie. Unter diesem Aspekt muss man den Artikel betrachten. Und dann liest er sich natürlich in einem ganz anderen Licht. Interessant ist auch, dass Bill Gates wieder über die armen Länder spricht. Er spricht ja oft auch sehr gern über Afrika und noch vor kurzem hat er Afrika Millionen Covid-Tote vorausgesagt. Derzeit hat Afrika weniger als 30.000 Covid-19-Tote am gesamten Kontinent und die fokussieren sich, oder dort ist der Hotspot in Südafrika, das am meisten industrialisierte Land. Der Rest Afrikas, das ist aus ökoimmunologischer Sicht bekannt, hat die Situation, dass eben aufgrund der Hintergrundimmunität, die die Menschen dort haben, weil sie früh mit Erregern in Kontakt kommen, weil das Immunsystem in der Kindheit schon früh geschult wird, dass dort Lungeninfektionen und solche Arten von Viren eigentlich weniger eine Rolle spielen und übrigens auch keine Autoimmunerkrankungen wie Allergien zum Beispiel. Das heißt, die Hintergrundimmunität ist bei diesen Menschen eine andere, aufgrund anderer Hygienestandards, das ist nachgewiesen. Und die Altersstruktur ist eine vollkommen andere, außer in Südafrika, wo der Hotspot ist. Nämlich sind 60% der Bevölkerung unter 25. Sie kommen also überhaupt gar nicht in das Covid-19-Risikoalter. Es ist völlig absurd, wenn Bill Gates noch vor kurzem von Millionen Toten am afrikanischen Kontinent gesprochen hat. Aber das tut er die ganze Zeit. Er dramatisiert die Zahlen, er dramatisiert die Mortalität. Er malt nach wie vor Horrorszenarien an die Wand und es wird verknüpft mit Lobbyismus für den Impfstoff. Da müssen wir wirklich ein Auge darauf halten. Wenn man diese Aspekte nicht mit berücksichtigt, dann klingt der Beitrag wie ein vernünftiger, guter Beitrag. Aber wir müssen eben im Auge behalten, es geht um nicht zugelassene Impfstoffe, die erhebliche Risiken mit sich bringen, weil sie unter verkürzten Verfahren auf den Markt kommen sollen und widersprechende, kritische Experten wurden systematisch in der Öffentlichkeit unterdrückt. Und im medialen Diskurs. Er betont eben auch immer wieder, dass man weitere Schäden durch Lockdowns und einschränkende Maßnahmen durch eine schnelle Impfung beheben soll oder verhindern soll. Das ist eine sehr interessante Sichtweise. Er argumentiert also für Verkürzungen bei den Impfstoffzulassungen. Man schiebt ja bereits die Impfstoffzulassungsverfahren ineinander, das heißt, sie werden teleskopiert, was dramatische Verkürzungen und erhöhte Risiken bedeutet. Und er nimmt also nicht nur die Maskenpflicht, sondern auch die Lockdowns als Argument, die Angst vor weiteren Lockdowns. Und das ist insofern auch ein bisschen zynisch, weil diese Lockdowns ja sehr umstritten sind, genauso wie die Maskenpflicht. So wie man überhaupt die Frage nach wie vor stellen muss, wie evidenzbasiert das globale Vorgehen ist,
die globale Politik ist, auch bei uns natürlich mit den restriktiven Maßnahmen. Und er nutzt hier die Angst vor weiteren Restriktionen, um diese Interessen einer schnellen, raschen Impfung unter staatlicher Finanzierung und Kostenübernahme durchzubringen, weiter durchzubringen. Er ist ja schon sehr weit gekommen, oder die pharmazeutische Industrie ist ja schon sehr weit, wie wir noch sehen werden, mit ihren Forderungen durchgedrungen. Zynisch ist es deswegen auch, weil Lockdowns in anderen Regionen der Erde massive sogenannte Kollateralschäden unter Anführungszeichen verursacht haben. Beispiel Afrika: durch Unterbindung von Warenketten, von Transportketten, durch Ausgangsbeschränkungen, sodass landwirtschaftliche Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mehr aus dem Haus gehen konnten, ihrer Arbeit nicht ordentlich nachgehen konnten, durch Sperren von Bewegung, also durch Einschränkung von Bewegung und Sperren des öffentlichen Lebens, sodass Marktfrauen nicht mehr auf den Markt mit ihren Produkten fahren konnten und so weiter, sodass sogar Ziegenhirten ihre Tiere nicht mehr auf Weiden bringen konnten, auf fruchtbare Weiden, hat dazu geführt, diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass der Hunger in Afrika und anderen Krisenregionen massiv zugenommen hat. Darüber habe ich ausführlich in meinem neuen Buch mit dem Titel »Wir können es besser« geschrieben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der da auch mit hineinspielt, wenn es um Bill Gates Äußerungen geht. Auch die Malariasterblichkeit, die Übersterblichkeit, also allein die zusätzlichen Malariatoten in Afrika, 75% davon Kinder, sind vielfach höher als alle Corona-Toten auf dem gesamten afrikanischen Kontinent bisher. Und auch darum geht es in meinem Buch. Das ist sehr alarmierend und erschütternd. Das sind natürlich nicht die Schäden eines Virus, sondern das sind die Schäden dieser Lockdowns, dieser unverhältnismäßigen und nicht evidenzbasierten Lockdowns, sodass wie bei uns bei Krebserkrankungen und anderen Erkrankungen hierzulande in Afrika eben auch prophylaktische Medizin, prophylaktische Maßnahmen, also Vorbeugeuntersuchungen und auch Therapien, beispielsweise bei Malaria, diesmal nicht mit der nötigen Sorgfalt, dieses Jahr nicht mehr mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt wurden. So lässt sich das erklären. Also man müsste hier viel mehr darüber sprechen, warum diese nicht evidenzbasierten Lockdowns und diese einseitige Einengung des Gesundheitswesens, des globalen, auf ein Virus, auf eine Gesundheitsgefahr von vielen überhaupt stattgefunden hat, so übertrieben, warum das nicht evidenzbasiert war, warum wir sozusagen nach wie vor auch angedroht bekommen, dass es weitere Einschränkungen geben kann. Das ist eigentlich eine viel wichtigere Frage, als jetzt mit diesen umstrittenen Dingen daherzukommen und zu sagen, Leute, wenn ihr aufhören wollt, Masken tragen zu müssen, wenn ihr keinen weiteren Lockdown wollt und keine Kollateralschäden, dann geht es nur mit einer raschen Impfung. Also das ist eine sehr einseitige Sichtweise, eine sehr durch die pharmazeutische Brille gefärbte Sichtweise. Das kann ich auch nach monatelangen Recherchen für mein neues Buch sehr deutlich sagen. Er berichtet dann auch über ein Abkommen seiner Stiftung, das vor wenigen Tagen mit 16 Pharmakonzernen geschlossen wurde. Man will eben die Produktion noch mehr verstärken der favorisierten Impfstoffe, die natürlich zum Großteil von seiner Stiftung gefördert werden und wo er Investor ist, die Bill Gates Foundation oder die Bill and Melinda Gates Foundation. Und auch hier knüpft er auf seine vorangegangene Lobbyarbeit an. Er hat ja schon Anfang April in BBC, in den Tagesthemen und so weiter gesagt, dass eben die Staaten hier die finanziellen Mittel bereitstellen sollen, und er hat auch ganz deutlich gesagt, die Haftung soll von den Staaten übernommen werden. Er hat gesagt, this is a public good, das ist ein öffentliches Gut, hat er in BBC gesagt, und weil es ein öffentliches Gut ist, diese Impfung, sozusagen das große Geschenk an die Menschheit, muss auch die Haftung von der öffentlichen Hand übernommen werden. Und wir brauchen Verkürzungen bei den Zulassungsverfahren. Und erwähnt auch ausdrücklich Merkel und Müller, zwei deutsche Politiker, Merkel kennt ja jeder. Und das ist sehr interessant, dass er das macht, denn in meinem Buch gibt es eine Passage, ein Interview mit Melinda Gates, und die hat Folgendes gesagt. Bill und ich haben auch mit Kanzlerin Merkel und Präsident Macron telefoniert und mit Ursula von der Leyen. Solche Anrufe machen wir persönlich, egal um welche Uhrzeit. Man kann davon ausgehen, dass sie nicht nur um das letzte
über das letzte gemeinsame Golfspiel gesprochen haben. Sie stellt dann auch sehr gute Führungszeugnisse für ihre Gesprächspartner aus. Auch neulich am Telefon hat Kanzlerin Merkel all die richtigen Fragen gestellt. Und sie fährt dann fort: Wenn ich Bürgerin von Deutschland wäre, wäre ich schrecklich stolz. Das heißt, unsere europäischen Führungspolitiker, wie zum Beispiel Merkel, Macron und andere, rufen bei Bill und Melinda Gates an und stellen die richtigen Fragen, unter Anführungszeichen, hier in den Worten von Melinda Gates. Ich möchte nicht, dass unsere führenden Politiker bei Bill und Melinda Gates, die einem pharmazeutischen Interessensnetzwerk angehören, fragen, was sie gegen Corona tun sollen. Möglicherweise erklärt es sich ja so, dass Impfstoffe, in die Bill und Melinda Gates investiert haben, sehr früh schon als Favoriten vorangestellt wurden, dass sie zu den ersten gehörten, RNA, DNA und virale Vektorimpfstoffe, die Zulassungen für klinische Phasen, für die klinische Testung hatten. Und möglicherweise erklärt es sich ja auch so, dass der berühmte Oxford-Impfstoff, in den Bill und Melinda Gates investiert haben mit ihrer Stiftung, nach wie vor der große Favorit ist, der auch schon, wie gesagt, Millionen und hunderte Millionen und Milliardenfach vorbestellt wurde, unter anderem von Deutschland und Österreich. Vielleicht haben da auch Telefonate stattgefunden im Hintergrund. Ja? Das ist Lobbyismus. Das meine ich mit Lobbyismus. Das ist keine Verschwörungstheorie. Bitte bedenken Sie auch, dass Bill Gates schon früh, wie gesagt, in BBC und in den Tagesthemen Anfang April und auch weiterhin danach für diese teleskopierten Zulassungsverfahren eingetreten ist. Man schiebt die Impfstoffzulassungsschritte, die Phasen ineinander. Dinge, die eigentlich nacheinander passieren sollten, werden parallel zueinander gemacht. Es gibt bereits grobe Bedenken bei dem großen Favorit, dem Oxford-Impfstoff, der eine signifikante Häufung von Impfnebenwirkungen gezeigt hat, bis hin zur Neutropenie, dem Abfall weißer Blutkörperchen. 70% der Probanden hatten grippeähnliche Symptome. Das ist massiv, gibt es bei keinem zugelassenen Impfstoff. Und bei den Primatenversuchen gab es große Fragezeichen, ob dieser Impfstoff überhaupt zu einer ausreichenden Immunität führt. Ist alles dokumentiert in meiner Arbeit und in meinen bisherigen Videos. Bitte schauen Sie sich diese Videos auch an, wenn Sie Näheres über diese teleskopierten Zulassungsverfahren und die großen Probleme bei diesen Impfstoffkandidaten, die schon evident sind, erfahren möchten. Und lesen Sie dazu bitte auch William Hazeltine, einen der renommiertesten Genetiker der Gegenwart, der auf diese Gefahren eindringlich hinweist und auch auf die möglicherweise mangelnde Immunität. Diese verkürzten Verfahren wurden auch schon von 140 Akademien der Wissenschaften angekreidet und der Impfstoffnationalismus, für den Bill Gates die Werbetrommel rührt, also dieses Millionen- und Milliardenfache Vorbestellen durch Nationen, Pflicht, also verpflichtendes Vorbestellen, verbindliches, vertragliches Vorbestellen, das kreiden diese 140 Akademien der Wissenschaften ganz besonders an. Das sind ja Impfstoffe, die noch gar nicht zugelassen worden sind, die große Fragezeichen aufwerfen, wo schon Evidenzen vorliegen, dass die Impfnebenwirkungen stark sein könnten. Und hier sollte man nicht mit diesen Teleskopierungen fortfahren und Anfang des nächsten Jahres einen Impfstoff versprechen, sondern eher die üblichen Wartezeiten einhalten, denn man muss ja auch zeitverzögerte und seltene Nebenwirkungen abfangen. Aber wie gesagt, da verweise ich wirklich auf meine früheren Videos. Wichtig ist nur, dass Bill Gates von Anfang an für diese Teleskopierungen eingetreten ist. Im April hat er dieses Modell auch grafisch vorgestellt auf seinem Blog. Da hat er gezeigt, wie er sich diese Teleskopierungen vorstellt, die wir jetzt zu erwarten haben. Das Ineinanderschieben von Zulassungsverfahren. Da sehen Sie oben den bisherigen Weltrekord. Er gibt ihn mit 5 Jahren an. Das ist ein Impfstoff gegen Mumps. Laut einer anderen Quelle hat er 4 Jahre gebraucht. Aber das ist jedenfalls der bisherige Weltrekord für einen zugelassenen Impfstoff, der sich dann auch halten konnte. Und das soll nochmal dramatisch verkürzt werden. Wenn der Impfstoff im Frühjahr des nächsten Jahres kommt, dann kann man sagen, eine Verkürzung auf 1 Jahr, die uns da vorausgesagt wird, versprochen wird, als einzige Lösung für diese Pandemie. Und auf Basis von Angst, Maskenzwängen und Lockdowns, die fraglich sind.
und nicht, wahrscheinlich nicht evidenzbasiert. Das ist schon sehr eigenartig. Man müsste die Grafik von Bill Gates auch nochmal modifizieren, die er da vorgestellt hat bereits im April. Denn wenn das oben 5 Jahre sind und das unten 1 Jahr bis maximal 18 Monate, denn er hat immer einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten genannt, dann müsste man die untere Grafik noch mehr zusammenschieben, also noch kürzer darstellen, um das Ausmaß der Verkürzung durch diese Teleskopierungen auch abzubilden. Wie gesagt, es folgt alles den Aussagen von Bill Gates. Dieser Kurs ist durch Evidenzen nicht mehr korrigierbar. Ich habe zahlreiche Nachweise geliefert über die Hintergrundimmunität, Kreuzimmunität, die bei diesem Virus eine wichtige Rolle spielt, sodass diese ganzen Rechenmodelle alle falsch sind und sich immer mehr als falsch herausstellen, auch das mit der Herdenimmunität. Aber Bill Gates und die Lobbyisten, er ist ja nicht der Einzige, er ist nur ein wichtiger Lobbyist, aber er ist nicht der Einzige. Ja? Er hat das Virus auch nicht erfunden, aber er betreibt Lobbyismus für die pharmazeutische Industrie und das führt dazu, dass die pharmazeutische Industrie eben heute definitiv, können wir sagen, die Weltpolitik mit ihren Interessen sehr stark beeinflusst hat. Soweit, dass die Medien auch nur mehr pharmazeutische Pressemitteilungen, Presseaussendungen wiedergeben, völlig ihre Kritik verloren haben und investigativer Journalismus anscheinend Vergangenheit ist, zumindest in Bezug auf die pharmazeutische Industrie. Während das früher durchaus noch der Fall war, auch die Rolle von Bill Gates wurde noch bis ins Jahr 2019, bis Ende 2019 kritisch behandelt. Das ist jetzt alles Vergangenheit. Also auch die Medien sind durchaus durch Interessen der pharmazeutischen Industrie beeinflusst und das ist das Ergebnis von Lobbyismus. Das ist keine Verschwörung, das ist einfach das Ergebnis eines sehr guten und sehr ausgeklügelten Lobbyismus, der da betrieben wurde. Und jetzt war also dieser BBC-Auftritt von Bill Gates und dieser Auftritt in den Tagesthemen und viele andere europaweit, ja weltweit war er damals zu sehen und bekam Sendezeit für sein Anliegen, für die genetischen Impfstoffe und die Verkürzungen, für die Haftungsübernahme durch den Staat, für die Finanzierung durch den Staat und so weiter. Und dann dieser Blogbeitrag nochmal und all das ist jetzt eingetreten. Und die Haftungsübernahme, die findet ja schon statt. Selbst der Lobbyverband Vaccines Europe hat eindeutig eingeräumt, dass diesmal eine nicht wie üblich ausreichende oder umfangreiche Datengrundlage für die Sicherheit gesammelt werden kann aufgrund dieser verkürzten Verfahren oder eben teleskopierten Verfahren und dass man eben deswegen Haftungsübernahmen durch den Staat für die Risiken, für die möglicherweise übersehenen Impfnebenwirkungen, die auch erst nach einer Zeit klinisch evident werden könnten, dass man sich eben da Haftungsübernahmen wünscht. Und wenn etwas so einer Agenda folgt, so einem bestimmten Interesse, dann ist es klar, dass es da nicht um Evidenzen geht, sondern dass Lobbyismus derzeit die Politik beherrscht und unsere Gesellschaft beherrscht. Also man kann eigentlich nur mehr zu dem Schluss kommen, was wir jetzt erleben, ist eine nie dagewesene, oder sagen wir den Satz anders, was wir jetzt erleben, ist eine globale Einflussnahme pharmazeutischer Interessensgruppen auf die weltweite Politik in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Und einer der Lobbyisten, die das möglich gemacht haben, ist eben Bill Gates. Die Frage dieses Videos ist Bill Gates ein Corona-Regisseur? Und die Frage möchte ich nicht mit Ja oder Nein beantworten, denn in gewisser Hinsicht ist er natürlich kein Corona-Regisseur. Also es gibt nicht eine Person, die alle Strippen zieht. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Aber in einer anderen Hinsicht ist er sehr wohl ein Corona-Regisseur. Denken Sie an die Reality-Soaps zum Beispiel, wo ein Team kommt, ein Filmteam, und versucht, reale Situationen aus Familien, aus Freundeskreisen darzustellen. Und diese Situationen sind real, die Menschen sind real, die Konflikte sind real, aber sie werden verwendet, dieser Stoff wird verwendet und dann durch Eingriffe der Regisseure ausgebaut. Und die Regisseure führen dann hinter den Kameras Gespräche mit diesen Protagonisten und stacheln sie gegeneinander auf, das ist ja alles bekannt, sodass eine bessere Story herauskommt, die man besser vermarkten kann. In dieser Hinsicht ist Bill Gates und sind andere Lobbyisten wie
Corona-Regisseure, ähnlich wie Regisseure von Reality-Soaps, die Realität, die da abgebildet wird, ein bisschen, sage ich mal, in ihre oder die Wahrnehmung dieser Realität im Sinne ihres Interesses ein bisschen beeinflussen. Sie schieben so ein bisschen nach, sie helfen da ein bisschen nach und dort ein bisschen nach. Und so funktioniert eben Lobbyismus. Wie ein Regisseur einer Reality-Show, die im Prinzip Realität abbildet, aber man hilft ein bisschen nach, damit das Produkt besser ist und damit ein besserer Output in finanzieller Hinsicht herauskommt. Und die pharmazeutische Industrie hat ja nicht nur das große Interesse mit einem schnellen Impfstoffgeschäft, das will ich gar nicht sagen, sondern es geht hier darum, Impfstoffplattformen, die bis jetzt aus Sicherheitsbedenken nicht so schnell vorangekommen sind, einen Weg in die Zukunft zu bereiten und dann auch bei anderen Infektionskrankheiten bei Menschen einzusetzen. Und das hat ja auch Bill Gates Anfang April bereits gesagt in seinen Interviews, dass man dann auch für andere Infektionskrankheiten diese bislang umstrittenen Technologien einsetzen sollte. Und sie waren ja auch deswegen umstritten, weil eben überschießende Immunreaktionen sehr häufig beobachtet wurden und weil es dahingehend eben tatsächlich Risiken gibt. So, jetzt habe ich die Dame mal schnell wegretuschiert und jetzt geht es schon weiter. Sie sehen also, diese Impfstoffe, die sind ein großes Projekt in die Zukunft. Es steigen ja jetzt auch Aktienkurse der Favoritenunternehmen. Übrigens der RNA-Impfstoff von Moderna und von BioNTech, Moderna in den USA, BioNTech in Deutschland. Da ist auch Bill Gates mit seiner Stiftung Investor. Wie gesagt, der Oxford-Impfstoff, auch da ist er Investor. Und das sind die ganz großen Favoriten momentan, die wir auch in den Medien überall vorgespielt bekommen. Also der Mann taucht einfach überall auf, wo es darum geht, diese Impfstoffe voranzubringen. Und wie gesagt, Aktienkurse steigen. Es war aber bis jetzt nie ein RNA- oder DNA-Impfstoff für Menschen in der Humanmedizin gegen Infektionskrankheiten zugelassen. Das sind also Methoden, die zwar schon lange erforscht werden, aber sie haben noch nie diesen Durchbruch geschafft. Und da hilft man sicher auch jetzt ein bisschen nach. Das darf man alles nicht vergessen. Es geht nicht nur um das einmalige große Geschäft mit Milliarden von Impfstoffdosen. Es geht auch um einen langfristigen Benefit der pharmazeutischen Industrie. Das ist ganz klar und eindeutig. Der Vergleich mit der Reality-Show ist gar nicht so schlecht, weil wir haben nicht nur diese Lobbyisten, mächtige Lobbyisten wie beispielsweise Bill Gates, die dann offensichtlich telefonieren mit den Entscheidungsträgern, wie ich ja in meinem Buch nachgewiesen habe, sondern die Realität folgt ja auch diesem Lobbyismus und ist mit Evidenzen in politischer Hinsicht kaum mehr korrigierbar. Und das sage ich nach 6 Monaten intensivster Recherche, dass das, was wir jetzt erleben, alles nicht mehr evidenzbasiert ist. Und da haben auch viele Experten schon früh darauf hingewiesen. Und ich hoffe wirklich, dass ich in nächster Zeit und auch mit meinem neuen Buch einen Beitrag dazu leisten kann, dass diese Evidenzen gesehen werden und gehört werden, auch wenn die Leitmedien nicht bereit sind, sie zu verbreiten, sodass die Menschen sie erfahren können. Das ist ein wichtiger Teil der Aufklärungsarbeit. Sie wissen ja, dass der Oxford-Impfstoff, ein viraler Vektorimpfstoff mit einem genetisch manipulierten Schimpansenvirus, dass der ja auch schon Probleme hatte, nämlich nicht nur diese signifikant gehäuften Nebenwirkungen, die sich nachweisen lassen, bis hin zu Neutropenie bei 46% der Geimpften, also diesem Abfall der weißen Blutkörperchen, nämlich der Neutrophilen ganz konkret, sondern dass der Impfstoffversuch auch bereits zweimal angehalten werden musste. Einmal in der zusammengeschobenen Phase, klinischen Phase 1 und 2 und dann in der dritten, jetzt aktuellen klinischen Phase, wegen einer transversen Myelitis, einer Rückenmarksentzündung und wenige Tage danach wurde der Impfstoffversuch auch wieder fortgesetzt. Wie ich es in meinen Videos prophezeit habe, sagt der Konzern natürlich, dass es nicht mit dem Impfstoff zusammenhängt. Nur jetzt häufen sich diese großen Fragezeichen. Mangelnde Immunität bei den Primaten, Impfnebenwirkungen in signifikantem Ausmaß und dann dieses zweimalige Anhalten, mindestens einmal davon mit transverser Myelitis, der Rückenmarksentzündung, einem schwerwiegenden Vorfall. Und trotzdem wird mit den Teleskopierungen und mit diesem raschen Verfahren weitergemacht, obwohl solche Vorfälle
Wartezeiten bräuchten. Wartezeiten und gute Sicherheitsdaten, die wir diesmal nicht haben. Haben da vielleicht auch Telefonate stattgefunden im Hintergrund durch Bill und Melinda Gates? Also es liegt sehr nahe, dass es so ist. Der Impfstoff kommt von einer Firma, die heißt Vaccitech übrigens, die betreibt diese oder die hat diese Impfstoffplattform, die besitzt diese Impfstoffplattform und das ist natürlich auch patentiert, kooperiert mit AstraZeneca oder AstraZeneca. Und gegründet wurde dieses Spin-off-Unternehmen, das ist ein Spin-off-Unternehmen, also ein Ablegerunternehmen der Universität Oxford, am Jenner-Institut in Oxford. Und das ist eben ein Institut der Uni, das sich für diese kommerziellen Ablegerunternehmen engagiert. Die werden dort gegründet und auch gemanagt sozusagen bis zu einem gewissen Grad. Und Bill Gates mit seiner Stiftung ist eben Investor dieses Jenner-Instituts. Und auch Investor der Oxford Vaccine Group, die an diesem Impfstoff aus Oxford beteiligt ist. Das heißt, wie gesagt, dieser große, nach wie vor große Favorit, er ist nach wie vor ganz oben auf der Liste als Favorit durch die WHO gelistet, der ist eben auch, genauso wie die RNA und die genannten RNA- und DNA-Impfstoffe, mit Bill Gates verbunden. Da muss man sich die Frage stellen, vielleicht hängt es damit zusammen, dass Bill und Melinda Gates sehr viel telefoniert haben in den letzten 6 Monaten, zusätzlich zu den Gastbeiträgen und Medienauftritten und deswegen diese Teleskopierungen und beschleunigten Verfahren trotz Bedenken einfach fortgesetzt werden. Ja, da wird wahrscheinlich im Hintergrund sehr viel telefoniert. So wie das ein Regisseur machen würde in einer Reality Soap. Ja? Es ist nicht erfunden, das Virus ist nicht erfunden. Es ist nicht im Labor gezüchtet worden von Bill Gates oder so. Bill Gates will uns nicht chippen, aber er ist einer der Lobbyistinnen und Lobbyisten, ein Regisseur wie in einer Reality Soap, der durch Gespräche, Telefonate, Einflussnahmen das Geschehen in eine günstige Richtung beeinflusst, so dass es den Interessen entgegenkommt der pharmazeutischen Industrie, mit denen er sich eindeutig in einer Seilschaft befindet. Und das nennt man einfach Lobbyismus. Es wäre schön, wenn die Medien auch im Jahr 2020 wieder zu einem investigativen und kritischen Journalismus zurückfinden könnten, so wie das ja auch früher der Fall war. Deswegen wissen wir ja auch aus diesem investigativen Journalismus, dass Bill Gates wahrscheinlich kein großer Menschenfreund ist, denn er investiert mit seiner Stiftung ja auch in einen Luftwaffenkonzern namens BAE Systems, und auch in die Tabakindustrie und viele andere problematische Bereiche. Also er ist ein Lobbyist, der sich in einer Seilschaft befindet und der jetzt sehr erfolgreich Lobbyismus betrieben hat. Das ist eine Tatsache und diese Aussage ist nicht dazu geeignet, das möchte ich auch ganz klarstellen, so wie ich das schon im April klargestellt habe, mich als Verschwörungstheoretiker abzukanzeln. Es wird zwar trotzdem versucht, bis hin zu Wikipedia, nur inzwischen gibt es so viele Menschen, die diesen Begriff gar nicht mehr ernst nehmen können, dass ich auch keine Angst mehr davor habe, wenn irgendeine interessensgesteuerte Gruppe versucht, mich als Verschwörungstheoretiker abzustempeln. Im Herbst 2020 wird das nicht mehr funktionieren, so wie in der Vergangenheit. Ich werde Ihnen auch weitere Videos zu Themen aus meinem neuen Buch zur Verfügung stellen, denn es handelt sich ja um eine umfassende Betrachtung von Covid-19, von SARS-CoV-2, aus einer gesundheitsökologischen Perspektive, aus der hervorgeht, wie einseitig Politik und politische Maßnahmen derzeit gestaltet sind und wie wenig Evidenz basiert. Also, Sie werden wieder von mir hören. Bis dahin, alles Gute.